ist Ihnen die eben von mir geschilderte Situation Elternabend mit dem Thema Doktorspiele in der Kita vertraut? Also das, was so vordergründig ist, viele Dinge sind, also dieses so sich gegenseitig erkunden, gerne nackt sein, Schau- und Zeigelust vor anderen, aber auch kindliche Masturbation, die viel bei Erwachsenen zur Verunsicherung führt, wie man damit umgeht, aber eben auch die Auseinandersetzung von Kindern mit Geschlecht, mit ihrer Identität, die spielt eine große Rolle. Kann es vielleicht auch sein, dass wenn Erwachsene von Sexualität sprechen, die was ganz anderes im Kopf haben, als wenn Kinder, die sprechen ja in der Regel nicht über Sexualität, sondern handeln in irgendeiner Form sexuell. Für Kinder spielt diese Form von Erwachsenensexualität keine Rolle, sondern das, was Kinder tun, ist ihren Körper entdecken, auch andere Kinder entdecken, im Prinzip die Welt erforschen. Und Kinder haben nicht diese sexuellen Ideen oder Gedanken, Fantasien oder so erotische Vorstellungen wie Erwachsene. Jetzt bin ich, ob ausgebildet oder nicht, eine junge oder vielleicht auch ganz erfahrene Erzieherin und bin einer solchen Situation gegenübergestellt. Das heißt, ich sehe, wie das Kind beispielsweise im Morgenkreis oder was weiß ich, reibt und sich erregt und auch Lust empfindet. Jetzt bin ich herausgefordert. Was mache ich denn dann als Fachkraft? Es kommt auf das Alter des Kindes an und auf werden Grenzen zum Beispiel von anderen Kindern übergangen oder auch die eigenen Grenzen, dann ist das ein Moment, wo ich mit Kindern natürlich ins Gespräch gehen muss. Was geht und was geht nicht? Was wäre nicht zu dulden oder möglicherweise sogar zu unterbinden? Sobald ein Kind unfreiwillig daran beteiligt ist, an Körpererkundungsspielen, deutet das auf eine Grenzverletzung oder einen Übergriff hin und auch wenn ein Machtgefälle eine Rolle spielt. Da begegnen sich zwei Kinder gleichen Alters, die haben sich zurückgezogen und spielen gegenseitig an ihren Genitalen und sind lustvoll, freudig, vielleicht sogar erregt. Wenn ich einen Zweifel habe, ob die Kinder da freiwillig dran beteiligt sind, kann ich auch in die Situation gehen, kann sagen, ich möchte, dass ihr kurz aufhört mit Spielen, weil ich bin mir nicht sicher, ob es euch beiden damit gut geht. Aber Kinder brauchen dafür auch konkrete Regeln, wie für alle anderen Spieler auch in dem Bereich. Da gibt es Sina und Tim als Charaktere, da gibt es auch ein Hörspiel dazu und da gibt es ein kleines Buch, in dem Sina und Tim Doktor spielen. Und das ist ein Thema oder ein Buch, was ich einfach mit Kindern lesen kann. Und da drin werden Regeln thematisiert. Also, dass Kinder mit Erwachsenen Sexualität konfrontiert sind. Das kann passieren durch die eigenen Eltern dabei zu sehen beim Sex oder sei es auch die Möglichkeit, zum Beispiel pornografische Inhalte zu sehen. Und für Kinder ist das nicht verständlich, was Erwachsene da tun. Wir müssen es aber einordnen. Das ist ganz wichtig. Aber vielleicht ist es ja auch wichtig, wenn man solche Bedingungen hat, da nicht darauf hinzuarbeiten, also solche Rückzugsmöglichkeiten zu schaffen. Das fängt mit der Tür für die Toilette an. Also es gibt viele Kitas, die offene Toiletten haben und da zum Beispiel eine Intimsphäre des Kindes gar nicht gewährt sein kann. Also Kinder brauchen auch da die Möglichkeit, sich zurückzuziehen. Und da fängt sowas wie sexuelle Bildung, da fängt auch das Thema Kinderschutz an. Dass wenn Kinder lernen oder die Erfahrung machen, dass ihr intimer Bereich, ihre Intimsphäre gewahrt wird und dass Erwachsene das auch ernst nehmen, dann haben Kinder so eine Selbstwirksamkeitserfahrung und wissen auch, ich werde ernst genommen in meiner Sichtweise oder zu sagen, ich möchte das nicht, weil sie das stärkt. Und weil das einen ganz wichtigen Teil dazu beiträgt, eben, dass Kinder sich oder erlernen, sich schützen zu können. Was gehört möglicherweise in die Konzeption einer jeden Kita zum Thema Sexualität im Kindergarten? So, was empfehlen Sie denn? Soll man diesen Elternabend zum Thema Sexualität erst machen, wenn es Probleme seitens der Elternschaft gibt? Oder macht es Sinn, einfach präventiv auch zu informieren? Das ist Teil unserer Konzeption, so und so gehen wir um. Was empfehlen Sie? Aber was mache ich denn als Fachkraft oder als Leiterin, wenn ich jetzt wirklich dann auch ein Elternpaar habe, was eine völlig andere Meinung hat zum Thema Umgang mit kindlichem Sexualverhalten, also was aus einem anderen Kulturkreis kommt, das Elternpaar, und das partout nicht will. Wie reagiere ich denn da? Wenn man Kindern diese normalen Bedürfnisse verwehrt oder unterbindet,
Was hat das denn möglicherweise entwicklungspsychologisch bei den Kindern? Sie haben jetzt schon zum einen den besseren Schutz angesprochen, aber vielleicht gibt es ja entwicklungspsychologisch noch einige Aspekte, die dadurch einfach nicht notwendigerweise gefördert oder unterbunden werden. Was könnte das im schlimmsten Fall für Folgen haben? Werfen wir mal einen kurzen Blick auf sexualisierte Sprache. Was mache ich denn? Gibt es ja auch im Kindergarten. Ne? Also was mache ich denn? Wie begegne ich denn als Fachkraft einem Kind, was da ständig von Ficken spricht und so weiter, wo immer die Kinder das möglicherweise auch herhaben?